Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem dramatischen Viertelfinalspiel des DHB-Pokals in der SAP-Arena. Rhein-Neckar-Löwen gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Der Halbzeitstand war 14:17 für Hannover. Der Endstand 30:31, ebenfalls für die Gäste. Das Ganze vor 7.620 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena. Das erste Statement zum Spiel, das kommt vom Gästetrainer, bitte, von Antonio Carlos Ortega. Natürlich auch von dieser Seite noch herzlichen Glückwunsch. Hallo, danke schön alle zusammen. Ja, ich glaube, heute war unglaublich für uns. Wir spielen sehr, sehr seriös. Unsere erste Halbzeit war super. In Anfea war sehr, sehr gut. Löwen hat große Probleme die ganze Halbzeit. Aber danach, in der zweiten Halbzeit, wir gefunden viele, viele Probleme in Abwehr. Nur ein oder zwei Parade für den Torwart. Und Schmidt war heute super auch. Aber wir kontrollieren sehr gut Krobacher. Das war sehr, sehr wichtig für uns. Und wir hatten die letzten 25 Sekunden für die letzte Chance. Wir machen das Tor und wir sind sehr glücklich. Dreimal in Folge im Final Four. Das ist nicht einfach. Und wir müssen heute trinken ein oder zwei Bier. Aber am Sonntag wir haben wir ein anderes sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement vom sportlichen Leiter aus Hannover, Sven-Sören Christoffersen, bitte. Ja, ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Wir haben jetzt innerhalb von wenigen Tagen zwei Gesichter gesehen. Ich habe heute von der ersten Minute wieder eine Mannschaft gesehen, die wir aus dem ersten Drittel der Saison kennen, die sich für den Erfolg zerrissen hat. Wo die Spieler auf dem Spielfeld, aber eben auch auf der Bank alles gegeben haben, sich gegenseitig gepusht haben. So lief die erste Halbzeit, wie Carlos auch gesagt hat, sehr, sehr gut für uns. Wir kommen dann aus der Kabine und nehmen uns natürlich vor, das Spiel von 0-0 zu betrachten. Kommen aber nicht gut rein, brauchen über 5 Minuten fürs erste Tor. Andi Schmid hat einen unfassbaren Lauf, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit, den wir kaum unterbrochen bekommen. Aber wir schaffen es dann eben doch, uns in die Partie reinzukämpfen, was gar nicht so einfach ist. Wir sind beim 25-21 tatsächlich auch mal 4 Tore hinten. Aber die Mannschaft hat sich heute eben nicht aufgegeben, hat sich reingekämpft und am Ende das Final Four zum dritten Mal erreicht. Wirklich für uns herausragend. Riesenkompliment nochmal von meiner Seite. Tolle Aktion, gerade am Ende auch von Morten, aber wirklich eigentlich neben der herausragenden Leistung von Morten eine tolle Mannschaftsleistung und wir freuen uns wirklich sehr. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Statements der Rhein-Neckar-Löwen und beginnen hier auch mit unserem Cheftrainer Christian Andresson, bitte. Ja, guten Abend. Ja, Glückwunsch an Herr Ortega, Herr Christoffersen und Hannover. Ja, ich finde, erste Halbzeit, wir haben 15 Minuten sehr gut gespielt und hatte Führung. Dann kommt, finde ich, 7-8 schlechte Minuten, wie wir verliert mit 6 Tore. Aber in der zweiten Halbzeit, mit der Hilfe von unseren Zuschauern und Fans, wir kommen zurück und hatte Führung. Und am Ende, ja, ich bin sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Aber riesiges Kompliment an die Mannschaft, das kämpft für 60 Minuten und macht alles, was wir können. Aber heute war Hannover ein bisschen besser. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement von unserem sportlichen Leiter, Olli Rogisch, bitte. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Erstmal Glückwunsch, Smöre, Carlos, für den verdienten Sieg und fürs Weiterkommen. Ich glaube, 17 Tore in der ersten Halbzeit sind zu viel. Das ist schwierig. Wir schießen 30 Tore zu Hause. Solche Spiele müssen wir gewinnen. Ich glaube, dass wir in der Abwehr teilweise nicht aggressiv genug zu waren. Ich bin jetzt kein Fan davon, die Zeitstrafen gegeneinander aufzuwerten, aber wir kriegen 2, Hannover, glaube ich, 7. Dass wir da den letzten Biss noch zeigen, im Endeffekt in so einem Knockout-Spiel. Aber trotzdem, die Mannschaft kämpft sich in der zweiten Halbzeit zurück. Wir führen mit 4 Toren. Es läuft alles in unsere Richtung. Und dann haben wir leider eine schlechte Phase, wo wir zu viele Bälle wegschmeißen und Hannover wieder zurückkommen lassen.
Trotzdem werden wir weiter arbeiten. Es ist für uns, für unsere Fans, für den Verein unglaublich schade, dass wir nicht nach Hamburg fahren. Aber wir werden weiter kämpfen und für Hannover alles Gute und einen guten Nachhauseweg. Ihnen einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank, Olli. Gäbe es Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann unseren Gästen viel Erfolg in Hamburg. Eine gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.